Ab heute wird es ernster an den Märkten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, denn es steht die FED-Sitzung auf dem Programm und naja, was soll die FED sagen, was soll Jerome Powell sagen? Wahrscheinlich so ziemlich das, was beim letzten Mal gesagt wurde. Wir hatten ja eine FED-Sitzung, die schon länger her ist, aber wir hatten vor knapp 2 Wochen eine Rede von Jerome Powell. Da dürfte jetzt nicht viel Neues hinzukommen. Deswegen schauen wir uns die ganze Geschichte doch mal an. Er sagte hier, ja, die Inflation ist zwar deutlich zurückgekommen, das war am 19. Oktober, aber sie ist nach wie vor zu hoch. Es braucht wohl, damit die FED ihr Inflationsziel erreicht, eine schwächere Wirtschaft, eine slower growing economy, also eine langsamer wachsende Wirtschaft und einen etwas schwächeren Jobmarkt. Und er sagt aber auch, also die Wirtschaft ist stärker, als wir gedacht hatten und daher sei nicht klar, ob die FED wirklich so ihr 2% Inflationsziel erreichen könne. Das war wie gesagt eine Rede 19. Oktober. Wir hatten 2, soweit ich das erinnere, große Konjunkturdaten nach der Rede von Jerome Powell hier 19. Oktober. Das waren die US-Einzelhandelsumsätze, besser als erwartet. Wir hatten das US-BIP, drittes Quartal, besser als erwartet. Also es dürfte hier sozusagen keine Entspannung geben für Jerome Powell seitens der Stärke oder vermeintlichen Stärke der US-Wirtschaft. Und das bedeutet, dass letztendlich eben das Potenzial für weitere Zinsanhebungen durchaus gegeben ist. Deswegen reagierten die Märkte nach dieser Rede von Jerome Powell am 19. Oktober doch relativ verschnupft, haben sich jetzt aber in letzter Zeit wieder erholt. Wie wird es jetzt weitergehen? Powell hat dovish gesagt, naja, die Renditen nehmen uns ein bisschen die Arbeit ab, also der Anstieg der Renditen. Wie wird er das heute kommunizieren? Das wollen wir uns anschauen. In der Summe schauen wir uns mal die Inflation Gawk der New York Fed an, also praktisch ein Messinstrument der New York Fed in Sachen Inflation. Wir sehen, das dreht wieder nach oben. Hier vor allem ein Multivariate Core Trend, der wieder deutlich nach oben zeigt. Wir sehen hier dieses dunkelblaue, was Sie hier in diesem Chart sehen. Also die FED selber, die Daten der FED selber deuten darauf hin, dass sich diese Inflation wieder ein bisschen beschleunigt und das dürfte dann vor allem auch durch die Lohnsteigerungen in letzter Zeit nochmal angefeuert werden. Die drei großen Autokonzerne mussten ja der UAW praktisch Zugeständnisse machen, 25% Lohnsteigerungen. Hier sehen wir mal, wie stark jetzt die Löhne steigen. Das sind, und das ist eine noch nicht aktualisierte Grafik, also nicht jetzt mit diesen neuen Abschlüssen der Autogewerkschaften. Das heißt, wir sehen hier einen ziemlich deutlichen Anstieg der Löhne, also die Preis-Lohn-Spirale. Die Arbeitnehmer reagieren, müssen reagieren auf die gestiegene Inflation. Wie wird das Ganze jetzt aussehen in Sachen Fed-Zinsen? Wir haben heute praktisch eine 97%ige Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert, dass also die Zinsen unverändert gelassen werden. 3%, dass die FED die Zinsen senkt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber gucken wir uns mal die FED-Sitzung oder die Erwartung der Fed Fund Futures, der Future-Märkte, die das bepreisen, die Zinsentwicklung, wie es ausschaut bei der Sitzung am 31.01. Hier die Wahrscheinlichkeit knapp 60%, dass die Zinsen so sind, wie sie jetzt sind. Aber eine Wahrscheinlichkeit von immerhin 35%, also gut ein Drittel, dass die Zinsen nochmal um 0,25% steigen und immerhin 4,2%, dass sie zweimal steigen bis dahin. Wie könnte man das Ganze jetzt mal runterbrechen? Das hat ein Analyst gemacht. Die Märkte sagen, ja, also wir sehen da relativ wenig Potenzial für eine Zinsanhebung im Dezember. Die Sitzung ist ja am 13. Hier, dieser Analyst sieht die etwas höher bei 40%. Man wird natürlich wieder sagen seitens der Fed, man ist data dependent. Also man ist datenabhängig. Die Märkte gehen mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Fed in 2024 die Zinsen senkt. Wird. Dieser Analyst sagt, ich sehe dafür nur eine 40% Wahrscheinlichkeit. Also gucken wir mal, wie die Dinge hier sich präsentieren. Die FED normalerweise durchschnittlich senkt sie nach 8 Monaten wieder die Zinsen nach dem letzten FED-Hike. Also nach der FED letzten Anhebung der Zinsen dauert es meistens ein Dreivierteljahr um und bei, dass die Zinsen wieder sinken in fünf Mal hat die FED das schon nach 5 Monaten oder weniger gemacht. Und normalerweise, ich hatte diese Grafik jetzt vergessen hier vorzubereiten,
Es ist so, die Zeit nach der letzten Zinsanhebung ist bullisch. Es sei denn, die Wirtschaft fällt in eine Rezession. Das ist sozusagen jetzt das große Fragezeichen. Dann ist auch die letzte Zinsanhebung der Fed nicht bullisch. Zumal wir sehen, dass sowohl der Dollar als auch die Interest Rates, gemeint sind die Renditen der US-Staatsanleihen, wie auch die Financial Conditions sich deutlich gestrafft haben. Und eine nachhaltige Rallye der Aktienmärkte wird nicht passieren, wenn eben sich diese Dinge nicht zurückentwickeln, vor allem die Financial Conditions. Also was wird da passieren? So oder so, die Renditen sind deutlich gestiegen für Staatsanleihen und Stan Druckenmiller, legendärer Investor, hat gesagt, also wir haben wirklich ein verdammt schlechtes Finanzministerium, Janet Yellen, die ja Chefin der San Francisco Fed war, dann Fed-Chefin war, dann Finanzministerin war. Sie war in allen Ämtern, glaube ich, jetzt nicht so die Top-Besetzung, aber sei es drum, sie ist halt eine Frau. Ne? Da musst du immer eine Frau bringen, gell, die wo dann demokratischer ist, also den US-Demokraten zuneigt. Das sind alles Dinge, die hier natürlich eine Rolle spielen bei diesen Besetzungen. Und der sagte, naja, jeder Depp sozusagen, Tom, Dick und Harry und Mary, die haben in der Nullzinsphase ihre Mortgages refinanziert, also haben Kredite aufgenommen, etwa Hypothekenkredite aufgenommen. Nur wir, das US-Finanzministerium hat das nicht gemacht. Also das Finanzministerium ist dümmer als der durchschnittliche Amerikaner. Da ist vielleicht was dran. Biggest blunder in history, wie er sagt. Er ist jetzt sehr skeptisch, auch für die US-Wirtschaft. Sagt, deswegen hat er massive bullish positions in two-year notes. Er kauft also die zweijährige US-Staatsanleihe, geht davon aus, dass die Kurse dieser Anleihe steigen und die Renditen sinken, was normalerweise der Fall ist, wenn die Wirtschaft absäuft, dann sinken die Renditen, weil eben Anleihen dann der Art sicherer Hafen sind. Wir sehen, dass die Realrenditen deutlich gestiegen sind. Es gibt wieder positive Realrenditen. Das ist Gegenwind eigentlich für die Aktienmärkte. Dennoch ist da noch ein Riesengap nach wie vor zwischen dem S&P 500, trotz dessen Korrektur, die wir ja seit 3 Monaten jetzt August, September und Oktober gesehen haben, ist da noch eine riesen Gap. Wir sehen hier mal die Bewertung des Nasdaq 100 unten in Relation zu seinem 10-Jahres-Durchschnitt sind wir noch deutlich drüber, trotz der jüngsten Korrektur. Oben sehen wir mal das Verhältnis von 52 Wochen Tiefs zu 52 Wochen Hochs im Nasdaq. Und hier sehen wir, da sind wir auf dem niedrigsten Stand seit September 2022, also miserable Marktbreite. Und jetzt gab es ja Highflyer wie Tesla, nie wieder und wie sie alle heißen. Und für nie wieder, vor allem Nvidia, also ist wichtig, AMD gestern zunächst mal deutlich gefallen, nachdem vor allem die Revenue Guidance, also der Ausblick auf die Umsätze, doch stark enttäuscht hat. Die Zahlen waren natürlich mal wieder über der Erwartung, die man aktuell gebracht hat. Die Aktie hat sich dann nachbörslich erholt, nochmal ein bisschen wegen des Conference Calls, da sagte die Vorstandsetage, naja, aber dann übernächsten Quartal wird es deutlich besser. Das hat die Verluste dann nochmal eingegrenzt. Aber wir sehen eben diese zwei Highflyer-Aktien jetzt ein bisschen unter Druck. Einerseits Tesla kämpft ja mit der 200-Dollar-Marke und auch Nvidia ist jetzt sozusagen diese Parallele zur Corona-Zeit mit dem Krypto-Boom. Ist diese Parallele zu ziehen, das wird sich noch zeigen. Kommen wir mal zu den aktuellen Chart-Ausgangssituationen. Hier zunächst mal der S&P Future auf 60-Minuten-Basis, am Widerstand zunächst mal abgeprallt. Wir sind nach wie vor ziemlich überkauft im 60-Minuten-Chart. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal beim Nasdaq anschauen, hier auf Tagesbasis, dann sehen wir eine Wedge, die wir nach unten gebrochen haben, versuchen jetzt wieder ranzulaufen an die untere Begrenzung. Wenn Sie unten mal gucken, hier der RSI, dann sehen wir hier eine negative Divergenz, obwohl wir jetzt im Kurs tiefer sind als bei den letzten beiden Tiefs, die Sie hier grün markiert sehen, ist der RSI deutlich höher. Das nennt man eine negative Divergenz. Kleines Warnsignal ebenso zu beachten, dass sozusagen der Nasdaq nach wie vor unter wichtigen gleitenden Durchschnitten hier 12, 20 und 55er Tagesdurchschnitt handelt. Die zeigen alle noch nach unten. Wir haben also trotz der Erholung jetzt noch keinen wirklichen Trendwechsel. Im kurzen Zeitfenster sehen wir mal die Aktien,
aus dem S&P 500, die über dem 5-Tages-Durchschnitt sind, also ein kürzerer Durchschnitt. Hier sehen wir, das sind jetzt schon über 70%, normalerweise so bei 90% ist dann Ende im Gelände, und wenn wir knapp über 0 sind, dann ist eben Ende Gelände bei der Short-Bewegung. Also so viel Raum nach oben ist im kurzen Zeitfenster damit nicht mehr. Wir haben ja eine Korrektur gesehen beim S&P 500 von 11%, waren hier ziemlich ausgebombt, RSI hier ganz weit unten, dementsprechend haben wir jetzt diese Reaktion gesehen. Wird das jetzt bis zur Abwärtstrendlinie hier laufen, das wäre dann so über 4220 Punkten in etwa, da dann wieder abprallen, Fragezeichen. November ja normalerweise bullisch, und meistens war es ja so, dass wenn die drei Monate August, September negativ waren, dass dann der November relativ positiv war. Hier sehen wir das Ganze nochmal, auch positive Divergenzen übergeordnet im Daily. Aber wie gesagt, wir haben ein Liquiditätsthema, nach wie vor Reduktion von Liquidität durch die Fed und andere Notenbanken. Wir haben das Thema, dass die Earnings sich offenkundig verschlechtern. Gestern Caterpillar, auch wie gesagt AMD, jetzt was die Umsatzerwartung für die weitere Zukunft betrifft. Sowohl bei Caterpillar, ganz andere Bereiche, aber wichtig für die Weltwirtschaft, wie auch bei AMD, wichtig für den Chipsektor, sehr, sehr schwach. Also das würde jetzt nicht unbedingt weiter steigende Kurse rechtfertigen. Wir haben natürlich dann diese positive Saisonalität. Wir haben eine noch relativ bärische Stimmung, das spricht für Anstiege, aber wie gesagt, die fundamentale Situation spricht eigentlich gegen Anstiege. Es braucht also die Fed, es braucht irgendwie Unterstützung durch die Geldpolitik, damit sich das Ganze drehen kann. Wo nicht, wenn diese nicht kommt, dann bin ich hier bei Tom, der sagt, also wir haben jetzt im Oktober 2,2% beim S&P verloren und 2,0% beim Nasdaq. Und er erwartet, weil die Marktbreite nach wie vor sehr schlecht ist, dass wir nochmal reinlaufen in diese Zone 3950 bis 4100. Da will er sich dann längerfristig positionieren. Aber wie gesagt, Marktbreite nach wie vor sehr, sehr schwach. Und hier nochmal aktuell, gestern Abend Artikel des Wall Street Journal, das hier zeigte oder sagte, dass WeWork, dieser Konzern, der ja Büroflächen anbietet, die man dann nutzen kann, wo nächste Woche Chapter 11, also Gläubigerschutz, anmelden wird. Die Aktie dann 36% nochmal gefallen, hat jetzt 99,42% von ihrem Allzeithoch verloren. Ja, so ist es mit diesen Highflyern, mit diesen gehypten Dingen. Wer spricht noch von GameStop? Mein Gott, was hat mich da kritisiert, als ich sagte, GameStop ist Bullshit, ist praktisch Dreck, der nach oben gespielt wird. Was, Fugmann, du hast keine Ahnung, das ist das neue heiße Ding, und die werden ja mit X und Y, und dann wird alles ganz toll. Wie gesagt, das sind dann die Dinge, die halt letztendlich sich immer wiederholen, und der nächste Hype kommt bestimmt, und dann werde ich mich kritisch wieder äußern zu irgendwelchem Dreck, der nach oben fliegt, und dann wird es wieder heißen, Fugmann, du hast keine Ahnung, und so wiederholen sich die Dinge letztendlich immer wieder. Sei es drum, man sieht also, der Mensch, und da schließe ich mich natürlich voll mit ein, ist nicht lernfähig, es wiederholen sich bestimmte Muster immer wieder. VROC also ist deswegen schon relevant, weil die natürlich, glaube ich, über 200.000 Objekte in den USA gemietet haben. Wenn die jetzt platt gehen, dann würde dieser ganze Commercial Real Estate Bereich, dieser ganze Gewerbeimmobilienbereich, Büroimmobilienbereich in den USA weltweit nochmal weiter in die Krise rutschen. Wir haben hier schon mit Benko in Deutschland ein Riesenthema. Und kommen wir noch nach China. Hier sehen wir wieder schwacher Einkaufsmanager-Index. Wir hatten ja die offiziellen Zahlen, die eher größere chinesische Firmen umfassen. Der Kaixin, der umfasst eher kleinere Firmen, 49,5 bei einer Erwartung von 50,8. Schrumpfung also. Und das gilt für viele asiatische Länder übrigens, die jetzt unter steigenden Kosten und schwacher Nachfrage leiten. Dieser Israel-Hamas-Krieg hatte durchaus auch die Stimmung der Konsumenten weiter verdüstert, wenn wir jetzt nochmal von China sprechen. Wir sehen hier, Short-Term-Money-Rate spiked in China bis zu 50%, also da ist ein Thema mit der Liquidität. Man vertraut sich untereinander nicht mehr seitens der Banken in China offenkundig. Deswegen diese massiven Anstiege der Interbankenzinssätze. Deswegen wird die Bank of China wohl Liquidität zuführen, und dass die Chinesen bereit sind, wieder mit den Amerikanern zu sprechen. Genauer gesagt, Xi Jinping mit
Joe Biden liegt eben auch daran, dass man so ein bisschen ökonomisch verzweifelt ist, dass man irgendwie die Kurve nicht mehr kriegt. Kein Wunder, wenn du Sozialismus predigst, dann bekommst du Sozialismus und dann bekommst du auch die Resultate. Hayek hat ja mal gesagt, wenn Sozialisten Ahnung von Wirtschaft haben würden, wären sie keine Sozialisten. Ich glaube, da ist was dran. Jedenfalls will oder ist der Xi Jinping bereit, jetzt im nächsten Monat zum Economic Summit nach San Francisco zu reisen, um sich da mit Joe Biden zu treffen. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Schluss noch. Fed-Vorschau, hawkische Zinspause mit Option auf eine Erhöhung. Ich glaube, das ist die Strategie von Jerome Powell. Er muss immer wieder diese Drohung einer weiteren Zinsanhebung oder weiterer Zinsanhebungen im Raum lassen, damit die Märkte nicht wieder austicken und sagen, siehst du, die sind ja fertig, jetzt gehen wir rauf, damit würden sich die Financial Conditions lockern, damit würde die Nachfrage wieder anziehen, damit das Inflationsproblem wieder deutlich werden. Was ist also von dem Zins Entscheid zu erwarten? Bitte diesen Artikel lesen, weil heute Abend kein Marktgeflüster. Warum, werden wir gleich sehen. Hier noch die zweite Empfehlung. Tja, Windkraft, ein Riesenproblem. Siemens Energy, wir wissen, wie dramatisch da die Ereignisse sind. Ørsted, der dänische Konkurrent. Miese Lage der Windkraftbranche. Ørsted heute mit Quartalszahlen. Also irgendwie scheint die wunderbare neue Welt von Roberto Habeckino nicht zu funktionieren. Warum? Weil letztendlich das nicht selbsttragend ist. Ohne krasse Subventionen des Staates sind das nicht wirtschaftliche Investitionen. Wer da investiert hat, der hat auch durchaus miese gemacht. Also zweite Empfehlung, jetzt der Grund, warum heute kein Marktgeflüster. Simpel, weil ich um 19 Uhr mit André Stacke hier die FED-Sitzung zum Beispiel, das FED-Statement kommentieren werde. Wir werden über die Märkte sprechen. Man kann sich jetzt nicht mehr für das heute um 19 Uhr stattfindende Webinar anmelden, sondern wer sich jetzt anmeldet, kann dann am 16. November, also beim nächsten Webinar, dabei sein. Aber wie gesagt, deswegen heute kein Marktgeflüster, weil ich mich nicht teilen kann und ich schaffe es schlichtweg vorher nicht, weil das immer relativ lange Vorbereitungszeit braucht und ich ja noch einen Job als Redakteur bei Finanzmarktwelt habe. Denn wir werden dann eben die Dinge besprechen, die relevant sind, mit André Stagge zusammen. Also heute kein Marktgeflüster, aber ich freue mich, wenn diejenigen, die sich angemeldet haben, dann dabei sind um 19 Uhr. Und diejenigen, die es heute nicht schaffen, können sich schon anmelden für die nächsten Webinare, wenn sie denn wollen. Also nochmal diese beiden Artikelempfehlungen und das Webinar heute. Und jetzt sage ich Servus, ciao, bis morgen oder heute Abend, ciao.